Schön. Da bin ich auch froh, dass ich sie jetzt schon erreiche. Und zwar interessiere ich mich für ein Trampolin. Ich habe Sie gerade akustisch nicht verstanden. Was möchten Sie bitte? Ja, ich interessiere mich für ein Trampolin. Sie interessieren sich für ein Trampolin. Genau, Sie haben ja bei Facebook so eine Aktion. Ich Haben Sie fürchte, ja da Angebote? sind Sie am falschen Anschluss. Sie sind hier bei einer Privatperson. Ach, ehrlich? Ich biete keine Oh. Trampoline oder irgendwelche anderen Da muss ich Dienstleistungen noch an. mal die, ja, dann muss ich noch mal die Nummer kontrollieren. Dann tut mir das sehr leid. Da wäre ich Da Ihnen sind Sie sehr wohl verbunden, aber falsch. Sie sind schon der Dritte, der deswegen heute anruft. Da scheint sich irgendjemand einen üblen Scherz zu erlauben. Ach Quatsch. Ja, das ist ja eine namhafte Dann seien Firma, Sie ne? doch, ich kenne mich ja nicht so sehr aus mit dieser Technik dort, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das als falschen Eintrag zu melden Ihrerseits. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich habe da Ach keinen so, ja, das Zugang. kann ich machen. Ach, guck einer an. Ja, das ist ja. Nee, das mache ich gerne, natürlich. Was steht da denn Ja. geschrieben, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Also, das ist erstmal die Firma Hugo Drohm in Remscheid, ne? Und da steht da ein Aktionsverkauf und dann sind da diverse Trampoline angeboten. Und da kann man zwischen 10 und 17 Uhr anrufen. Und da ist dann diese Telefonnummer Da sind Sie angegeben. aber sehr früh Dann. dran, junger Mann. Ja, ich weiß. Es hätte ja auch durchaus klappen können, aber ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Ja. Ich trage das aber da mal ein, dass das eine falsche Nummer ist und hoffe, dass Sie da nicht weiter belästigt werden. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Bleiben Sie Ja, gesund. entschuldigen Sie bitte. Alles gut, Ja, da bleiben können Sie Sie auch ja nichts gesund. dafür. Ja, alles klar. Auf Kommen Sie bis Wiederhören. dahin, ne? Alles Gute. Tschüss. Nein. Das scheint in der Tat so, dass irgendein Witzbold meine Nummer ins Internet geschrieben hat. Wo haben Sie die Nummer denn gefunden? Das ist Werbung vom Hugo Drom. Da steht drin, man könnte ab 10 Uhr unter dieser Nummer anrufen. Haben die wahrscheinlich einen Zahlendreher oder sowas drin? Heißt, das wird darauf hinauslaufen, dass ich mein Telefon aus der Wand reiße. Dann wird das jetzt ja den ganzen Tag so gehen. Oder Sie rufen da, oder wenn ich die erreiche, sage ich Ihnen, dass die Nummer im Internet falsch ist. Ich google mal die richtige. Das wäre eine große Hilfe. Ich bin mit diesen ganzen Techniksachen überhaupt nicht vertraut. Da wäre ich Ihnen Versuch sehr mal. dankbar. Mache ich. Vielen Dank. Gerne. Auf Tschüss. Wiederhören. Gehören. Hallo? Ja, guten Morgen, mein Name. Und zwar geht es darum, ihr hattet gestern bei Facebook so eine Aktion für Trampoline. Ha, wie bitte? Bin ich Hallo? bei. Ja, bin ich da bei Hudura? Na, hier ist Maulwurf. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Hallo? 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 Bin ich mit dem Hugo Drom Remscheid verbunden? Hier ist indischer Restaurant Bombay. Guten Morgen. Was möchten Sie bestellen? Hallo? Hallo? Blöd, das wird ganzen Tag so gehen. Hallo? Hallo? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, bin ich bei der Firma Hudura? Ha, wie bitte? Ob ich bei der Firma Hudura bin? Nein, hier ist Maulwurf. Wie kann ich denn weiterhelfen? Nee, dann bin ich falsch verbunden. Entschuldigung. Wie bitte? Entschuldigung. Wofür denn? Für Trampoline. Ha, was bitte? Für ein Trampolin. Nee, hab ich nicht bestellt. Nein, zum Abholen deswegen. Dann ist die Nummer falsch angegeben im Internet. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Vollmerhausen, guten Morgen. Hallo? Sie sind nicht das Hugo Drom, richtig? Ha, was bitte? Sie sind nicht das Hugo Drom in Remscheid, richtig? Hier ist Marder. Da ist eine falsche Nummer auch auf der Homepage angegeben vom Hugo Drom. Da landet man immer bei Ihnen. Das ist ja großartig. Ich schreibe denen mal. Sehr freundlich von Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Wiederhören. Hallo? Ja, guten Morgen. Hallo? Wo bin ich denn da jetzt? Bin ich Indische bei. Restaurant Bombay, guten Morgen. Oh, bin ich nicht bei Hugo Drom in Remscheid? Ist Indische Restaurant Bombay Ihre Bestellung, bitte? Okay, nee, dann habe ich mich verwählt.
Chicken Tikka Masala? Hallo? Bitte? Nee, nee, ich hab mich verwählt. Ja, welche Nummer? Die 0219 und dann die 14489 300. Das ist keine Nummer von Speisekarte, bitte andere Nummer nehmen. Das Nummer immer drei Zahlen geben, eine Nummer für Essen. Nein, ich habe mich, ich wollte nicht zu Ihnen. Ich wollte zum Hugo-Drom. Ne, Hugo heute nicht, Hugo heute nicht arbeiten. Ja, alles klar. Okay, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Indische Hammelschlachthof, guten Morgen. Wer ist da bitte? Indische Hammelschlachthof, Ihre Bestellung bitte. Dann habe ich mich verwählt. Entschuldigung. Ja, wiederholen. Tschüss. Was mir noch so einfällt. Guten Morgen, hallo. Ich bin von der Firma Hudora. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei wem bin ich gelandet? Schulinder. Okay, anscheinend besteht ein Problem mit unserer Telefonnummer von unserem Hugo-Drom in Remscheid, dass ja, die Anrufe bei Ihnen rauskommen. Großes Problem. Ganze Morgen Telefon klingel, 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 oh ganze Morgen. Nichts gut. Das ist aber komisch. Das tut mir sehr leid. Ich gebe das an unsere Geschäftsleitung weiter, dass wir das schnellstmöglich abstellen. Ich weiß nicht, wo das Problem besteht. Ja, aber ja. Warum Menschen bei mir anrufen? Ich habe nichts gemacht. Das ist unsere Telefonnummer 44 89 300, eigentlich von unserem Hugo Drom in Remscheid in Lennep. Kennen Sie das? Den Indoor bei Parking. Hudora. Ja, right. Genau, richtig. Ja. Mit ja. Familie immer kommen. Deswegen bei mir alle anrufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist eigentlich unsere Telefonnummer. Wahrscheinlich ist da irgendwas von der Telekom falsch jetzt. Ich weiß nicht. Ich habe 93 in 49. Nochmal bitte, ich notiere mir die mal eben. 93. Ja. 49. Ja. 46. Okay, darf ich mir Ihren Namen noch mitnotieren? Ja, Sulinder. Sulinder? Ja, right. Ja, gut, ich gebe das weiter, ja. Und vielleicht melden wir uns dann nochmal bei Ihnen, um uns da vielleicht ein bisschen zu entschuldigen. Das tut uns wirklich leid, dass Sie da jetzt so einen Ärger haben. Ja, alle ja, gut, alle gut. Warte, kann ich nach draußen gehen, da kann ich auch mit Leuten reden. Okay, gut, dass Sie das noch mit Humor sehen. Ich gebe das weiter und ich hoffe, wir können das Problem schnell beseitigen. Ja, ja? Weißt du, wenn Menschen jetzt hier anrufen, melde ich mich mit katholische Ziegenfriedhof. Was sollen wir andere machen? Ja, okay, ne, ich kümmere mich drum. Ja, vielen Dank. Ja, Wiederhörung. Tschüss. Das wird immer besser, mal gucken, wie viele hundert Menschen hier heute noch anrufen.